Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Kleiner Parteitag der Grünen. Im hessischen Bad Vilbel diskutieren die Teilnehmenden unter anderem über das EU-Asylrecht. Die EU-Innenminister hatten sich zuletzt auf eine Verschärfung verständigt. Auch Teile der Grünen-Führung zeigten sich einverstanden. Nun gibt es Forderungen, sich von den Beschlüssen zu distanzieren. CDU-Parteikonvent in Berlin. Im Mittelpunkt steht die Arbeit an einem neuen Grundsatzprogramm. Dazu diskutieren etwa 500 Gäste in verschiedenen Foren über die Zukunft der Partei. Nach dem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl 2021 will sich die CDU neu aufstellen. Erinnerung an Volksaufstand vom 17. Juni 1953. In Berlin sprach Kanzler Scholz von einem der wichtigsten Ereignisse der Freiheitsgeschichte Deutschlands. Heute vor 70 Jahren demonstrierten in der DDR tausende Menschen gegen die SED-Politik. Volkspolizei und sowjetische Armee schlugen die Proteste blutig nieder. Mehr als 50 Menschen starben. Mali fordert sofortigen Abzug von Blauhelmsoldaten. Vor dem UN-Sicherheitsrat erklärte die von Russland unterstützte Militärregierung die Mission für gescheitert. An ihr ist auch die Bundeswehr beteiligt. Die Bundesregierung will an dem geordneten Abzug der deutschen Soldaten bis Mai kommenden Jahres festhalten. Deutschland verliert mit 0:1 gegen Polen. Das Team von Trainer Flick musste im Testspiel am Abend den nächsten Rückschlag hinnehmen. Den einzigen Treffer der Partie in Warschau erzielte Polens Kiwior in der 31. Minute. Am Dienstag tritt die DFB-Auswahl gegen Kolumbien an. Das Wetter heute verbreitet sonnig und trocken, im Nordosten allerdings viele Wolken und auch einige Schauer und Gewitter, Höchstwerte 20 bis 32 Grad.